Breaking News für alle Google Mail Nutzer. Und zwar hat Google Mail die Benachrichtigung nach Prioritäten eingeführt. Was das ist und wie du es nutzen kannst, das erkläre ich dir in diesem Video. Benachrichtigung nach Prioritäten. Eine ganz, ganz wichtige Sache. Denn nicht alle von uns, nicht in allen Jobs, kann man wirklich alles abschalten, abstellen und mal wirklich die Mails für ein paar Stunden ignorieren. Das ist mir durchaus bewusst. Ich mache es zwar so, aber nicht überall geht das. Und jetzt wäre es doch spannend, dass nur für jene Mails Benachrichtigungen kommen, die wirklich eine hohe Priorität haben und die vermutlich dringend und wichtig sind. Und genau das kannst du jetzt mit Google Mail machen. Und zwar musst du auf deinem iPhone auf diese drei Striche hier links oben klicken und dann auf Einstellungen gehen. Und wenn du auf diesen Einstellungen bist, dann gehst du auf Benachrichtigungen und da kannst du dann den Haken bei nur hohe Priorität setzen. Und was dann passiert, ist was relativ Cooles. Und wir wechseln jetzt in meinen Google Mail Posteingang hier. Und du siehst hier dieses Icon. Ja, das ist ein Wichtigkeits-Icon, wie Google das nennt. Ich zeige dir mal schnell, falls du das nicht haben solltest, also du hast hier das Stern-Icon und du hast hier das Wichtigkeits-Icon. Und wenn du das nicht eingeblendet hast, dann gehst du hier einfach auf dieses Zahnrad, dann auf Einstellungen. Dann auf Posteingang und dann hast du hier Wichtigkeitsmarkierungen und da musst du auf Markierungen anzeigen gehen. Und dann kannst du hier anhaken, Gmail soll anhand meiner bisherigen Aktionen einschätzen, welche Nachrichten wichtig sind oder Gmail soll das nicht tun. Ja? Ich empfehle dir hier das selbst zu tun und selbst mal herauszufiltern. Du kannst mal schauen in deinem Posteingang, welche generell dann dieses... werfen wir das mal, dieses goldene oder gelbe Icon hier haben oder welche das nicht haben. Ja, also jetzt wäre es nicht vorhanden, nicht wichtig. Jetzt hier, wenn ich hier nochmal draufklicke, kann es wichtig. Das heißt, ich kann es selber ein- und ausschalten, was ist wichtig. Und ich habe mir gerade hier eine Test-E-Mail geschickt und wenn ich mir denke, okay, diese E-Mail ist zum Beispiel die von meinem Chef, die ist meistens wichtig und dringend, dann klicke ich hier drauf und werde in der Google-App benachrichtigt, also in der Google-Mail-App benachrichtigt, dass eine neue E-Mail bekommen ist. Bei allen anderen E-Mails, die nicht wichtig sind hier, die hier dieses Icon nicht haben, bei denen werde ich nicht benachrichtigt. Das ist eine coole Einstellung, die ist ganz, ganz neu für das iPhone, gestern herausgekommen und ja, wirklich, wirklich toll. Ich bin mir sicher, entweder gibt es für Android schon oder wird es in Kürze kommen. Also das wichtige Einstellungen für Google Mail, damit du wirklich hochfokussiert, hochkonzentriert arbeiten kannst und wenn wirklich wichtige Dinge kommen, dann wirst du eben unterbrochen. Also wenn zum Beispiel Member meiner Membership-Plattform mir über die Support-E-Mail etwas schreiben, dann werde ich benachrichtigt. Bei allen anderen Dingen werde ich nicht benachrichtigt. Und wenn ich im Deep-Work-Modus bin, also ganz hochfokussiert arbeite, dann habe ich sowieso alle Benachrichtigungen ausgeschalten. Aber das ist wieder ein anderes Thema, das wir in Kürze hier auf diesem YouTube-Kanal behandeln werden. Also, Google Mail Benachrichtigung nach Prioritäten. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Falls ja, hinterlass mir doch einen Daumen hoch und abonniere meinen Kanal bzw. sieh dir die anderen Videos auf meinem Kanal an. In diesem Sinne, mach's gut und genieße deinen Tag.